Hallöchen, ihr Lieben. Erstmal hinter der Kamera. Ja, das hat nie ein Ende, ne? Die Wäsche. Ich habe gestern eine Maschine gewaschen und jetzt muss das nochmal zusammengelegt werden und eben auf die Besitzer verteilt werden. Und dann rufe ich die Kinder alle, damit sie ihre Wäsche abholen. Und dann kommen sie auch alle zusammen und holen ihren Kram ab. Dann ist es auch vom Tisch, und zwar buchstäblich vom Tisch. Dann ist der Tisch frei und ich kann ein bisschen diese Ecke im Wohnzimmer ordentlicher machen. Aber ich muss dann auch erstmal meinen Kram wegräumen und die Bettwäsche und alles wegtragen. Ja. Dann ist wenigstens das Wohnzimmer wieder keine Großwäscherei mehr. Ich richte erstmal ein bisschen das Sofa zurecht, die Kissen. Packe ein Tischdeckchen auf den kleinen Tisch hier und dann sieht es wenigstens für kurze Zeit einigermaßen aus. Aber wirklich nur für kurze Zeit, denn die nächste Waschmaschine läuft schon. Ich habe nämlich die Bettwäsche, die ich gestern gekauft habe, einmal kurz durchgewaschen und dann habe ich einfach paar Handtücher mit dazu geschmissen und dann, ja, ich hoffe, nicht so schnell. Momentan sehen die Wäschekörbe nicht so aus, ne? Also, relativ leer. Kann sich schnell ändern. Im Hintergrund, ganz hinten an den Bäumen, da macht Dirk ein bisschen was im Garten. Und ich sauge einmal die untere Etage schnell durch. Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir jetzt vor der Kamera. Ich habe über den Tag verteilt so minimal die Kamera mitgenommen. So dolle wollte ich die heute jetzt nicht mitschleppen. Es ist auch sowas von mega warm. Was haben wir jetzt? 31 Grad hier auf der Nordseite, also im Schatten. 31 Grad und wir haben 7:15 abends. Ich schmelze, ich war auch schon kurz im Pool und habe geduscht und hast du nicht gesehen, was noch alles. Trotzdem ist es viel zu warm, ich kriege kaum Luft. Draußen erst recht. Ne? Und ich bleibe heute wirklich fast den ganzen Tag nur im Haus und eine kleine Aufgabe erledigt, wieder Verschnaufspause. Zwischendurch Wassermelone und Weintrauben ohne Ende, also das ist wirklich ja, viel zu warm. Also alles, was über so, ich sag mal, so 26, 27 Grad reichen mir vollkommen. Also ich muss keine 30 Grad und drüber haben. Ja, ich bin nicht so Hitze. Ich bin nicht mal hitzebeständig, geschweige denn Hitzefrühliebhaber oder so, ne? Ja. Jetzt ist Zeit, Abendessen zu machen. Ist auch nicht so schlimm, dass es schon so spät ist. Wir haben vor gar nicht so langer Zeit erst ein bisschen Teechen getrunken, obwohl Dirk war gerade, wann gibt's was zu essen? Vielleicht gibt's was zu essen, vielleicht gibt's auch nichts zu essen. Sucht euch selber was. Aber naja, nee, war gestern schon der Fall. Die Kinder haben sich selbst versorgt. Die haben sich Würstchen auf den Opti-Grill gemacht. Oder Raffi hat für alle Würstchen auf den Opti-Grill gemacht. Deswegen gibt es heute auch wieder mal was Richtiges.
sag ich mal so. Es gibt Resteverwertung. Ich habe vorgestern ja diese Zucchini-Kartoffelstampf gehabt. Das habe ich hier immer noch, hatte ich im Kühlschrank stehen. Und jetzt bastel ich da draus faule Wareniki. Für normale Wareniki habe ich jetzt erst recht keine Lust und auch keine Zeit mehr, jetzt hier zu stehen und die zu kleben und so weiter. Vorher erstmal Teig machen, ruhen lassen. Nö. Ich mache faule Wareniki. Die habe ich schon ein paar Mal gezeigt, aber das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Deswegen machen die wir jetzt einfach mal zusammen. Und man braucht wirklich minimal was dafür. Also Stampfkartoffeln, versteht sich von selbst, die Reste. Und was ich noch dazu nehme, zeige ich euch. So, Stampfkartoffeln haben wir. Ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt ist. Auf diese Menge nehme ich jetzt einfach mal 2 Eier. Man kann noch ein bisschen Tvorak nehmen. Lasse ich heute sein. Das passt schon so. 2 Eier. Ich nehme jetzt ein bisschen Schmand mit rein. Und auf diese Menge halt also einen halben Becher. Und dann brauchen wir Salz. Noch ein bisschen, weil wir Mehl mit reingeben wollen. Wird ein bisschen mehr, weil an sich ist es ja eigentlich gesalzen schon, ne, beim Kochen. Und Pfeffer. Und man könnte rein theoretisch noch ein bisschen Kräuter mit reinschmeißen. Ja, für mich wie immer, ne, also lacht nicht. Oder von mir aus lacht auch, ist mir egal. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Dill. Frischer wäre natürlich viel schöner, aber meiner ist vertrocknet mittlerweile. Ja, und jetzt vermenge ich erstmal das alles zusammen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Mehl. Und wie viel tatsächlich? Es ist ja Resteverwertung, alles Pi mal Daumen. Ich habe die Stampfkartoffeln ja auch nicht abgewogen. Ja, das muss man gucken. So, ihr Lieben, der Teig ist noch nicht fest, aber ich denke, noch mehr Mehl könnte, weiß ich nicht, muss ich gucken. Jetzt gebe ich einfach mal Mehl auf die Arbeitsfläche und hole den Teig raus. Der ist noch sehr klebrig, aber ja, gucken wir jetzt auf der Arbeitsfläche, wie der sich verhält. Genau. Und jetzt einfach noch ein bisschen reinkneten von dem Mehl, was wir hier drauf haben. Und bei sowas muss man eigentlich eine Schürze tragen, ne? Ah. So, der Teig ist immer noch weich, sehr weich. Aber ich denke, das reicht an Mehl mittlerweile. Ja, und jetzt machen wir die Wareniki. Also auf jeden Fall brauchen wir natürlich noch mehr Mehl auf der Arbeitsfläche, damit wir auch was machen können. Und dann nehmen wir einfach ein Stückchen. Zack. Kneten das noch ein bisschen. Und jetzt machen wir einfach eine Wurst daraus. So. Ich nehme mal hier ein Brett. Ui, nehme die andere Seite. Ist nicht sauber geworden im Geschirrspüler. Anscheinend zu nah beieinander gestanden. Und jetzt schneiden wir einfach solche Stückchen ab. Das ist auch alles. Das sind jetzt die faulen Wareniki. So. Und gekocht werden die einfach wie Nudeln. Wie ganz normale Nudeln in Salzwasser.
das sind jetzt die faule Wareniki und hier kocht schon das Wasser. Also einfach nur rein. Und zwischendurch vom Boden die vorsichtig hochnehmen. Ich glaube, ich muss die in zwei Ansätzen kochen. Wenn diese durch sind, kommen dann die anderen rein. Ja. Und wenn die oben schwimmen, einfach nur ein paar Minuten noch kochen lassen und dann sind die auch schon fertig. Und in dem Wasser ist tatsächlich nur Salz. Mehr ist da nicht drin. Ja. Zwischendurch einmal so vorsichtig reingehen und damit die nicht aneinander kleben. Und als Soße kann man alles Mögliche nehmen, einfach nur Schmand oder einfach mal gebräunte Butter oder Ketchup, Gemüsesoße werde ich noch auf den Tisch stellen, das habe ich auch noch im Kühlschrank. Oder eben, wie wir das immer schon in Kasachstan gemacht haben, so eine Schmand-Buttersoße, ja gut, hat es in sich, aber so oft essen wir das nicht. Deswegen geht es auch. Ich habe jetzt hier so ungefähr ja, 2/3 Packung Butter gehabt. Und dann kommt noch Schmand rein. Wenn die Butter ein bisschen geschmolzen ist. Salz, Pfeffer und das war's dann auch. Die Soße ist dann auch schon fertig. Einfach mal schmelzen lassen, aufkochen. Und dann ist es gut. Ich habe jetzt hier angefangenen Schmand und angefangene Creme leicht. Gebe ich einfach beides rein. Meine Kinder lieben diese Soße. Salz. Pfeffer. Und aufkochen lassen. Dann ist es auch schon fertig. Hier kommen auch schon die ersten Wareniki hoch. Jetzt einfach nur ein paar Minütchen kochen lassen und dann kann man die auch schon rausholen. Die erste Ladung ist auch schon fertig. Ich hole die einfach raus. So, wir haben jetzt 19.26 Uhr. Also ich habe jetzt keine Stunde, also es ist insgesamt 3/4 Stunde tatsächlich, nein, 40 Minuten habe ich gebraucht und die erste Ladung Essen ist schon fertig. Das heißt, wenn man nicht ganz so viele macht oder braucht, ist es schnell fertig gemacht. Ich koche jetzt einfach mal die letzten, okay. Die kleben dezent hier einige, ist aber nicht so schlimm. Tada, es ist angerichtet, es ist fertig. Sehr schnell, einfach und super lecker, ne Raffi? Raffi hat mir jetzt hier beim Tischdecken geholfen und ruft jetzt die Bande zusammen. Und wir werden essen. Nach dem Essen muss noch gegossen werden, also unbedingt gegossen werden, damit es weiter wachsen kann. Und ja, und ein paar Kleinigkeiten, wie wenn der fertig ist, Geschirrspüler und so weiter. Aber wir sehen uns nach dem Essen wieder. So ihr Lieben, der Tag ist jetzt auch schon fast vorbei. Wir haben gegessen, es war wirklich lecker, also es ist wirklich super einfache Geschichte. Resteverwertung, aber es ist tatsächlich lecker und auch sättigend. Man hätte noch ein Salätchen dazu machen können, aber hatte ich ehrlich gesagt keine Lust dazu. Wir haben heute auch schon einiges an Vitaminen, sage ich mal so, gegessen. Wir haben Weintrauben und Wassermelone und solche Sachen. Da habe ich gedacht, doch, werden wir überleben, auch ohne Grünzeug und Salat noch zum Abendessen. Reicht dann uns auch komplett so. Und jetzt ist der Tag auch schon tatsächlich zu Ende oder fast zu Ende. Die Jungs decken draußen gerade noch den Pool ab und dann ist es auch schon erledigt. Dirk hat vorher für mich das Gießen übernommen, solange ich das Abendessen noch gemacht habe.
sodass das auch schon vom Tisch sozusagen, ne? Muss ich da jetzt nicht mit den Gießkannen durch die Gegend laufen. Ich weiß auch nicht, ich locke die ganzen Biester immer an. Ich war vorhin nur kurz Wäsche aufhängen und wurde schon gefressen. Ja, deswegen, ich bleibe heute wirklich in Sicherheit, also hier im Haus, wo es auch nicht ganz so schlimm heiß ist. Ich würde auch am liebsten im Anbau schlafen, ne? Da ist es am angenehmsten. Oder im Badezimmer hier unten, das ist auch nicht ganz so warm. Mhm. Aber geht nicht so gut. Nase juckt, soll ich drauf hauen? Nee, das tut mir weh. Ja, auf jeden Fall. Der Tag ist. Ich habe gerade Puckepuck gemacht, da ist jetzt noch ein Seil ab. Der Tag ist jetzt zu Ende. Ich werde mich jetzt einfach von euch verabschieden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, auch wenn es wieder nicht ganz so dolle, ereignisvoll war. Ja, wenn ja, dann wie immer trotzdem Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund, bleibt im Schatten, trinkt ausreichend und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.